schöne Kurve für mich. Perfekt. Das Auto hier hat nicht nur extrem viel PS, sondern auch viel Platz. Also das Lenkrad ist eine Katastrophe. Ich fühle mich wie ein richtiger Anfänger. Wenn es um Leistung geht, dann mache ich jede Porsche oder jede Jaguar fertig. Heute, ich fahre einen richtigen Power-SUV und ich meine es genauso, weil ich nämlich auf 1020 PS sitze. Und zwar fährt Cindy heute das Tesla Model X Plaid. Mit seinen 543 Kilometern ist es nicht das Modell, das am weitesten kommt, aber es ist definitiv der schnellste SUV. Nicht mal andere Tesla können mithalten und auch keine anderen SUVs. Ich zeige euch heute, dass das Tesla Model X Plaid einfach der König der Power-SUVs. Mit Power-SUV meinen wir die Porsche Cayennes, BMW X5 M's und die Jaguar F-Paces dieser Welt. Große, schwere, übermotorisierte und schnelle Lifestyle-Klötze. Doch keines ist so schnell wie das Model X Plaid. Selbst Supersportler haben keine Chance. Beweise liefert YouTube unzählige. Damit man wirklich sieht, wie schnell der Tesla beschleunigt, sollten wir einfach der Tesla gegen ein normales Auto fahren lassen. Deswegen habe ich mich jetzt unseren Produktionsbus geholt, der Hyundai Staria. Es ist mir schon klar, dass der Tesla gewinnt, dass der Bus langsam ist. Aber das ist gar nicht wichtig. Ich will einfach die Realität zeigen, wie schnell, wie verrückt ist der Tesla, wenn er beschleunigt. Für den optimalen Start wählt Cindy den Drag-Strip-Modus, den es nur beim Plaid gibt. Er temperiert den Antrieb und die Batterie auf die ideale Temperatur für die Beschleunigung. Also, wir haben jetzt am Lenkrad unseren Social-Media-Redaktor, der Benji. Benji, bist du bereit? Okay, der freut sich, der kann mal ein Rennen gegen mich fahren, aber der verliert eh, ich habe keinen Druck. Los geht's. Ich war schon bei über 160 km pro Stunde und der Benji, der stand noch. Es hat mich so im Sitz gedrückt, ich war wirklich so reingedrückt. Voilà. So wie eine Kanone, wirklich so wie eine Rakete. Laut Tesla beschleunigt das Model X Plaid in 2,6 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer. Weil Tesla aber etwas anders misst, sind es in der Realität ein paar Zehntel mehr. Auf die kommt es aber nicht an. Alle anderen Power-SUVs sind sowieso viel langsamer. Ich bin schon viel Rennwagen, viel Supersportler gefahren in meinem Leben. Aber das hier, das ist schon wirklich sehr krass. Es ist einfach verrückt, wie fast ein 2,5 Tonnen schwer so schnell beschleunigt kann. Du denkst, das ist nicht normal. Ob das Plaid aber auch mehr kann als nur beschleunigen, findet Cindy auf der Straße heraus. So, jetzt kommen ein paar schöne Kurven für mich. Perfekt. Mit so viel PS, dann erwarte ich schon ein gutes Fahrwerk, dass das Auto auch gut hält in die Kurve. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt. Ich habe es schlimmer erwartet. Es ist auch etwas präziser geworden als die vorherigen Autos.
anders als bei der Beschleunigung merkt Cindy hier die fast 2,5 Tonnen, die der Tesla durch die Kurven schleppen muss, aber besser. Egal, ob es jetzt Power-SUV ist oder normal, du sitzt einfach hoch und du kriegst einfach ein bisschen mehr Wagenneigung als ein anderes Auto. Aber man geht mit so einem Auto nicht auf die Rennstrecke, man fährt auch nicht so sportlich mit so einem Auto. Und wenn die Kurve langsam fertig ist und es öffnet sich oder es kommt die Gerade, dann mit dem Auto hier machst du alle anderen kaputt. Du ziehst wirklich weg. Deswegen denke ich mir, wenn ich schon so ein Auto nehme, so ein SUV, wieso nicht direkt der stärkste? Für Cindy ist das eigentlich nur eine rhetorische Frage. Wäre da nicht die Bedienung? Dafür gehen wir nochmal zurück zum Anfang des Drehtages. Also, warte, lass mich erstmal ein bisschen. Warte, wo ist der zum dich? Wie bin ich nach hinten gegangen? Wo habe ich gedrückt? Hier nach hinten, hier nach vorne. Was? Bei Tesla, ich hatte doch ein. Ich hatte alles da auch? Nein, bei Tesla, das war früher alles hier. Aha. Aber weil sie das Lenkrad hier nicht haben, haben sie den Blinker hast du auch hier. Das hattest du früher auch hier. Ach du Scheiße. Und das ist ja alles weg vom Lenkrad. Krass. Das neue Lenkrad, das Tesla Yoke nennt, hat nicht nur eine andere Form, auch wie man es bedient, hat sich verändert. Einen Lenkstockhebel sucht Cindy vergebens. Die Blinker befinden sich jetzt am Lenkrad und den Gang wählt Cindy im Display. Für unsere Testerin ist das völlig ungewohnt. Ich fühle mich wie ein richtiger Anfänger. Ah nein, scheiße, Park. Also das Lenkrad, es ist eine Katastrophe. Wenn ich jetzt einen Rennwagen fahre, so zum Beispiel mein Formel-3-Auto von früher natürlich, ich hatte auch so ein Lenkrad im Auto. Und wenn ich voll gelenkt hatte, also ich war wirklich am Anschlag, könnte ich maximal so, vielleicht so, maximal. Aber hier, wie ganz normale Auto, kann ich zwei Runden machen. Wenn ich jetzt eine Runde mache, und ich muss nachgreifen, bin ich hier verloren. Schau mal, ich bin in der Leere. Das geht nicht. Man möchte hier greifen, um weiterzulenken, weil wir einfach so gewohnt sind. Siehst du? Oh mein Gott, das ist gefährlich. Ich bin fast in einen Stein reingefahren. Schau mal meine Position. Schau mal meine Hände. Ist das normal? Jetzt kommt noch mein zweites Problem mit dem Lenkrad. Ich gehe in einen Kreisel rein und jetzt musste ich hier raus. Dann schau mal, wo meine Blinker sind. Die sind da unten. Und sag mir jetzt, welche Pfeil ich drücken muss. Also ich komme komplett durcheinander, ich kann gar nicht mehr überlegen. Und das musst du schnell machen in einem Kreisverkehr. Also jetzt muss ich der da. Ah nein, eben falsch. Dann muss ich der da. Der untere, der da blinkt, obwohl ich da gehen muss. Also überhaupt nicht logisch für mich, dass ein Blinker gehört einfach hinter dem Lenkrad. Wie wir das gefunden sind. Zu Cindys Beruhigung kann man das Lenkrad aber gegen Aufpreis austauschen. Aber ich muss 98 Franken bezahlen für ein neues Lenkrad. Ein normales Lenkrad, was alle Menschen erwarten. Das ist schon viel Geld. Tesla war halt schon immer etwas eigen. Das hat aber auch sein Gutes. Kein anderer Power-SUV ist so sparsam und effizient wie das Plaid. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Porsche Cayenne nehme als Power-SUV und ich fahre etwas sportlicher, dann verbrauche ich 16 Liter pro 100 Kilometer und das kostet mich ca. 30 Franken. Mit dem Plaid hier für die gleiche Distanz, also 100 Kilometer, wenn ich es an einen Schnellladen tue, dann brauche ich einfach die Hälfte vom Geld. Nebst der Effizienz und der Beschleunigung hat der Power-SUV von Tesla auch an anderen Orten die Nase vorn. In der Basisversion kostet dieses Auto hier ca. in die 120.000 Franken. Hier bei dem Auto hier, wir haben zusätzlich den Autopilot, Farbe und auch 22 Zoll Felgen. Von daher ist es ein bisschen teurer, aber eigentlich in diesem Bereich hier ist dieses Auto hier konkurrenzlos.
Unter den Elektro-SUVs sowieso und auch bei den Benzinern hat der Tesla nicht wirklich ernstzunehmende Gegner. Wenn ich jetzt ein anderes Power-SUV haben möchte, dann bezahle ich einfach viel, viel mehr. Zum Beispiel für den Jaguar F-Pace. Für ihn zahlt man fast 10.000 Franken mehr und hat nur etwa die Hälfte der Leistung. Auch der Porsche Cayenne S kostet ca. 24.000 Franken mehr. Und auch er hat viel weniger Leistung als das Plaid. Für den Preis vom Plaid bekomme ich wirklich schon extrem viel Leistung und das ist schon sehr beeindruckend. Wer als einzige Tesla leistungsmäßig das Wasser reichen könnte, wäre Lucid. Also, wenn jemand von Lucid gerade diese Sendung hier anschaut, dann bitte gib mir ein Auto, damit ich sagen kann, ob eure Auto besser ist. Bis dahin ist halt der Tesla der König der Power-SUVs. Und das auch wegen des Platzangebots. Das Auto hier hat nicht nur extrem viel PS, sondern auch viel Platz. Und was ich ganz interessant finde, ist hier diese dritte Sitzreihe. Komm mal mit. So, schau mal, das ist nicht einfach so ein Notsitze, sondern sie sind wirklich bequem. Man hat ziemlich viel Platz für die Beine im Vergleich zu anderen Autos. Und du hast hier noch Sitzheizung und Becherhalter. Also es ist wirklich Luxus. Was ich ein bisschen schade finde, eigentlich hinten es ist perfekt für Kindersitz, weil du hast weniger Beinfreiheit als vorne. Aber du hast hier kein Isofix hinten. Du hast nur bei den zwei vorne, aber nicht hinten. Braucht Cindy die dritte Sitzreihe nicht, klappt sie einfach die Sitze runter und das Kofferraumvolumen erhöht sich von 425 auf 935 Liter. Dazu kommt noch der Frunk. Ich habe hier über 180 Liter Kofferraum. Das ist Wahnsinn. Ich meine, du kriegst so viel hin und das schafft nur Tesla fast. Also ich bin wirklich immer wieder beeindruckt. Ich liebe das. Platz, Preis, Effizienz und die Leistung machen das Tesla Model X Plaid eindeutig zum Superpower-SUV. Das Einzige, was hier fehlt bei dem Auto, das ist das Prestige. Es steht kein Jaguar oder kein Porsche drauf. Aber das muss man sich selber fragen, ob es wichtig ist oder nicht. Aber wenn es um Leistung geht, dann mache ich jede Porsche oder jede Jaguar fertig. Und das erst noch ohne den absurd hohen Verbrauch. Der einzige negative Punkt hier ist das Lenkrad. Aber zum Glück kann ich das auch austauschen. Ob 1020 PS wirklich Sinn macht, das lasse ich diese Frage offen. Aber das Auto macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr jetzt ein Model X seht, mit Bremsen und Gas und Bremsen und Gas, das bin ich. Das macht einfach Spaß.